Ich habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir. Ich war 10 Jahre im Spitzensport tätig, war Linienpilot bei Tirolian Airways, habe eine Skischule, jetzt eine Skihütten und habe Veranstaltungen gemacht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich wirklich heute noch nicht, was ich werden will und was ich tun will. Und sei es so, dass bei all diesen Dingen, die ich gemacht habe, ich draufgekommen bin, dass es kein Patentrezept für Erfolg gibt. Außer das, dass man das, was man macht, gescheit machen sollte. Aber in all den Dingen, die ich gemacht habe, bin ich draufgekommen, dass es für mich 4 Säulen gibt. Das eine und die erste Säule ist die Begeisterung. Du musst aus der Tiefe deines Herzens das wollen, was du tust. Weil auf jedem Weg gibt es Situationen, wo du nimmer weiter warst. Wo du in Situationen kommst, wo du denkst, das gibt's nicht, ich schaff das nicht mehr. Und wenn du nicht begeistert bist, wenn du nicht spürst, dass es richtig ist, hörst du in dem Moment auf. Wäre schlecht, nicht? Wenn der Edison aufgehört hätte nach dem 10.000. Versuch. Das zweite ist, du musst dafür arbeiten. Es ist ja so, die Arbeit, das bestärkt unser Ego, dass wir das Richtige machen. Das bringt Erfolgserlebnisse. Und leider leben wir in einer Welt, wo wir das gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir so weit vorn mit den Gedanken sind, dass wir nicht mehr wissen, dass wir durch die Arbeit uns selber inspirieren und unseren Teil, den wir Ego nennen oder Gehirn, befriedigen und sagen, es ist richtig. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, man sollte keine Kompromisse eingehen. Zumindest keine faulen Kompromisse. Das ist jetzt für uns Männer, die verheiratet sind, schwer, gell? Weil wir doch uns immer wieder ein bisschen verstellen müssen. Aber der Kompromiss zerstört die Vision. Der nagt dran, weil du spürst, du kannst dich selber nicht anlegen. Und mit dem Kompromiss kommt irgendwann ein richtiger Blödsinn raus. Und das Vierte ist, das ist mir jahrelang sehr schwer gefallen, man sollte bescheiden sein im Erfolg. Weil im Erfolg nie was Außergewöhnliches ist, sondern immer nur eine Folge von diesen Dingen, dass du mit Begeisterung und harter Arbeit was machst. Und ich glaube, dass es noch eine zweite Kraft gibt, die weit über unseren Verstand hinausgeht, nämlich diese universelle Energie, die Gott genannt wird, die Universum genannt wird, was immer das ist, die gibt's. Und die hat dann irgendwann angefangen, das zu spüren, dass ich einfach ein Skispringer bin. Und dann haben sie in Stams einen neuen Schultyp eingeführt für Blöde und Faule. Und dort haben sie Systemerhalter gebraucht. Und jetzt bin ich in diese Schule aufgekommen und das erste Mal in meinem Leben habe ich gesehen, dass ich für Skispringen trainieren muss. Für mich war Skispringen am Wochenende mit einem VW Käfer, was weiß ich, noch mal Zuschlags fahren, dort Würstel essen, zweimal runterspringen und wieder heimfahren. Aber ich habe nie was vom Trainieren gewusst. Und dann habe ich angefangen zum Trainieren und diese Symbiose zwischen der Leidenschaft, die nie aufgehört hat, diese Begeisterung in mir und dem harten Training ist innerhalb von 4 Jahren aus einer völlig ausweglosen Situation das passiert, dass ich der Beste der Welt geworden bin. Ich war auf Titelseiten von Zeitungen. Der Bundeskanzler hat mich zum Essen eingeladen, den habe ich nicht einmal kennt bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich war sehr erfolgreich und die haben alle von mir was wollen. 1500 Briefe am Tag, das hat sich allerdings jetzt reduziert. Schreibt jetzt keiner mehr. Von Mädchen, heiraten, alles. Und ich habe mir gedacht, bah, ich bin erfolgreich. Und während ich mich diesem Gefühl und dieser Wichtigkeit hingegeben habe, bin ich immer schlechter geworden. Und ich möchte jetzt sagen, gell, weil wir Menschen oft mit diesen Krisen nicht umgehen können. Wir betrachten sie nur falsch. Wir betrachten sie als Krisen. Würde man es umdrehen, sage ich heute, das war meine größte Chance. Ich bin zurückgekommen mit beiden Füßen ins Leben und habe so klar gesehen, dass Vergangenes, das, was jetzt gerade gesagt war oder noch weiter hinten, nie berechtigt, Zukünftiges zu fordern. Das ist ein Druckschluss, ein Irrglaube. Du musst immer im Jetzt leben und jetzt deine Leistung bringen. Und dann habe ich angefangen, Ausbildungen zu machen, nicht? Die Pilotenausbildung und habe natürlich auch mit der gesamten Bevölkerung sozusagen in Zorn mich zurückgezogen. Und wenn die einmal nichts von mir wollen, dann können sie mir auch was passt, aber schlecken kann man nicht sagen, nicht? Auf alle Fälle bin ich nicht mehr öffentlich auftreten. 8 Jahre lang habe ich mich zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich nicht mehr. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Präsident des Skiverbandes gesagt hat, ob ich die Skiflug-Weltmeisterschaft organisieren will. Und das sollte jetzt die jungen Leute motivieren. Rational betrachtet, keine Chance. Mein Gefühl hat mir gesagt, man könnte was Großes machen aus dieser Skiflugveranstaltung. Und dann bin ich lange hin und her und habe mich für das entschieden, dass ich nach meinem Gefühl gehe.
Und über New York haben wir in Österreich die gesamte Medienlandschaft so weit gebracht, dass sie das zum größten Ereignis gemacht haben. Und wir, und das möchte ich auch, ich schäme mich nicht dafür, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Fehler wir gemacht haben. Es war eine Katastrophe oft. Und es war eigentlich dann, alle unsere Erwartungen haben sie weit, weit überfüllt. Aber wie das vorbei war, hat sich so ein klares Gefühl sich breit gemacht, es zu lassen. Eigentlich hätte er Pause gebraucht. Nur mein Verstand hat gesagt, nein, nein, du kannst das jetzt nicht lassen. Du bist der Beste, du bist endlich wieder der Beste. Und nach 97 war das Gefühl noch stärker aufzuhören, eine Pause zu machen. Und ich habe das dann auch gemacht. Der Schiefling hat mich sehr interessiert und es waren 3 Jahre Pause. Also bin ich wieder in meine Berufe zurückgegangen als Pilot und als Skilehrer im Winter. Und dann kriege ich einen Anruf vom ÖOC-Präsidenten, ob ich die Sporthilfe machen will. Und das war für mich so ein ganz ein klares Gefühl, es nicht zu tun. Nämlich aus der Tiefe meines Herzens außer. Und das erkläre ich ihm. Sage ich, ach ja, ich brauche Pause, es interessiert mich schon, aber ich will es nicht machen. Und durch irgendeinen Wahnsinn habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und dann ist mir die Idee eingefallen, ob es einen Oscar für den Sport gibt. Weil wir haben die Nacht des Sports erfunden, wir haben das geprüft, gibt es nicht. Dann bin ich zum Kanzler gegangen, war ja mein Freund. Sag ich, habt ihr schon ein Millenniumsfest? Ich habe eine Idee. Dann sagt er, nein. Dann sage ich, ich habe eine Idee. Und habe vorher in der Zeitung gelesen, dass Sydney für ein Millenniumsfest 50 Millionen Schilling ausgibt. Dann erkläre ich ihm das halt, dass wir die größten Sportler nach Wien holen und so weiter. Dann sagt er, was kostet es? Dann sage ich, 50 Millionen. Weil ich habe keine Ahnung gehabt, was es kostet. Ich habe es noch nie gemacht. Und schlecht benannt war ich auch. Schelwe habe ich gehabt. In der Früh bin ich aufgewacht und habe mich jeden Tag gefragt, ich muss mit dem aufhören. Ich muss aus der Sache rauskommen. Und auf der anderen Seite war dieser Drang, mich zu beweisen da. Und dieser Konflikt ist immer stärker geworden. Und jetzt muss ich noch entscheiden, ob ich das weitermache oder nicht. Ich habe aber gehabt den Muhammad Ali und große Zeitungen der Welt, die gesagt haben. Also bin ich mal zur Bank gegangen in Mitterndorf und sage, ich brauche 15 Millionen Schilling. Den hat es umgehauen. Ja, für was, hat er gesagt. Dann habe ich ihm das erklärt, sage ich, du musst mir das geben. Ja, wie sicherst du das ab? Dann sage ich, nimm mein Haus. Dann sagt er, das ist das nicht wert. Dann habe ich alles eingesetzt, alles, was ich je gehabt habe. Und das war wirklich, ich meine, das war wirklich eine brutale Zeit. Und deshalb möchte ich euch auch ermutigen, es gibt nichts im Leben, auch wenn sie sich so darstellt, dass du es nicht mehr aushältst, dass sie völlig atomisieren wird. Weil das war die Zeit. Und wie durch ein Wunder habe ich nichts dazu erzählt. Aber auch nichts verdient. Aber die Huldigung, die mir so wichtig war, die war da und ich habe höchste Anerkennung gekriegt. Dann schlage ich die Zeitung auf, da steht drinnen Steuermillionen in die eigene Tasche. Dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Und dann habe ich gedacht, ich muss diesen Menschen beweisen, dass sie sich täuschen. Und das ist der nächste Fehler, ja? Dass wir, wenn wir glauben, dass wir irgendwann was beweisen müssen, ist es schon der Holzweg. Das Einzige, wann überhaupt wir irgendwann was beweisen sollen, ist es uns selber. Das Einzige, was zählt, ist, dass man sich selber gern hat, dass man sich selber nicht belügt. Die Folge davon ist, dass du die Menschen um dich begeisterst, du hast eine Aura, wo du die Dinge, die du brauchst, ansiehst und du brauchst dir einfach keine Sorgen machen mit deinem Verstand, was du werden wirst. Du wirst diese Innovationen finden, du wirst dir trauen, diese Wege zu gehen, die entscheidend sind. Du wirst nicht einmal nachdenken. Und die Kraft haben, all diese Hürden, die auf diesen Wegen sind, und das ist auch klar, die sind, zu nehmen.